willkommen zu einer Spaß mit Matze. Heute mit den Hiyogashiki Espedus. Hiyogashiki Kai. Ah. Der eigentlich ist immer gut für Space. Ich meine, auch wahrscheinlich ist er die Gatling, ne? Aber ich finde diese Doppelbar sogar viel besser, die der hat. Gerade wenn man Space Mace nicht so gut trifft und hat man so zwei Raketen, ne? Das ist schon ein Vorteil. Ja, da gestartet. Golden. Ich glaube, das Gold habe ich ein bisschen heller gemacht, als es sonst eigentlich ist, aber... Ja, Gushiki nicht Gold zu machen, das klingt doch ein Fehler, finde ich. Also zu D fliegen und D einnehmen. Es ist zwar kein Mate wieder rübergekommen, aber ich weiß nicht gleich davon. Das sollte ja dann passen. Scheiße, hab ich schon mal geschrieben am nächsten Video. Ja, drück es einfach mal rein. Okay, da vorne ist Action. Das ist noch alles sehr zurückhaltend hier gerade. Da gibt es die Doppel sogar auf den Support. Achso, die Doppel sogar, die macht noch Brandschaden. Deswegen kriegt er mal 250 noch. Und das Ganze fünfmal. Und ist auch egal, ob man dabei den Schild trifft. Das ist ziemlich gut immer. Da haben sie schon die Schildsaugen, glaube ich. Hm. Leider dumm geworfen, aber naja. Also das ist doch der Raid, oder? Nein, Supporter schützen. Kommt nicht so oft vor, ne? Wobei, mein Team macht das ja mal relativ gut. Oft steht man als Supporter alleine da gegen den Raid. Ist gar nicht so schön. Ich hab da schon mal einen weg. Jetzt muss den Alex irgendwie mal treffen. Die Beamhead holen. Aber doch lieber sogar. Er stirbt einfach nicht. Oh, jetzt ist er weg. Ah, schlecht getroffen. Diese Beamhead wollte ich auch nie verkehrt. Ah, schön, da ist sogar getroffen. Und noch umgeworfen. Da ja, wieder ein Los. Ja, ich wurde umgeworfen, aber passt schon. Das Problem für den Suit ist, dann ein bisschen wenig Munition. Da kann man aber sogar dreimal schießen und Beam bleiben genauso. Aber irgendwie nach der Muster ich das Video mal hab. Oh, hätte er noch einen zweiten Schlag durchgezogen, wäre ich tot gewesen. Ich habe irgendjemand den Schild getroffen. Irgendwie versuchen wir zu überleben. Wunderschön getroffen. Na, ah, schade. Der hätte ich den gerne noch mitgenommen. Aber sieht ja ziemlich gut aus, ne? 4-6 zu 2-5. Ja, der Alex hat mich geholt. Okay, die 1 ein bisschen alleine und die 5. Sorry together, ich glaube, das ist das Beste. Jetzt sind alle tot. Ah, 300 Punkte sind immer hinten. Aber die sollten ja ein bisschen angeschwächt sein. Das sollte eigentlich, wenn wir jetzt alle 5 da reingehen, ziemlich gut für uns enden. Ich will die nehmen F weg, aber das ist ja nicht so problematisch. Ja, meine Mates haben versucht zu verhindern, aber... Okay, 1-1. Haben die doch die Timer, weil die Pilot waren, oder? Es kann wenigstens einer kommen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aushalten hier. Okay, jetzt kommen die Mates. Ah, die sind bei F gespawnt. Ja, das ist nicht so gut. Der Uzi hilft mir aber. Ich bin fast tot schon wieder. Gar nicht so gut. Ah, da konnte Alex nur keinen Schaden mehr machen. Schön getroffen. Nochmal hinten rein. Okay, jetzt. Hab's überlebt. Ich hab gehofft mit dem Schlag, dass er stirbt. Ah, oh, zum Glück kein Konter bekommen. Der hat's gerade angesetzt. Nein, ich treff nur den Mate. Aber das weg. Alles gut. Zwei Leben noch?
Ich schreibe natürlich ein Schild. Aber es lässt dennoch. Okay, ich hab's irgendwie überlebt. Sah erst nicht gut aus, aber. Naja. Ich kann was reparieren. Zeit nutzen. Es macht nicht so viel aus, aber vielleicht ist es ja noch der eine Treffer, den man dann mehr überlebt, mit dem man dann doch noch was machen kann. Die Reflexion hier in den Suits sieht gar nicht so gut aus. Ich weiß gar nicht, ob das auf PS5 besser aussehen würde. Aber ich glaube es praktisch. Okay, da kommen wieder die Gegner. Meine Mates sind sehr vorsichtig. Okay, da kommt der Ninja Raid. Absolut vorbeigeschossen. Ja, getroffen. Das ist gut, aber ein Dolby sogar. Man trifft einfach gut. Und ich bin fast tot. Ich habe ein HP. Okay, das ist der richtige Treffer, den ich schwer aushalte. Noch ein bisschen reinschießen. Kann sogar tatsächlich schon mit dem Schaden austeilen. Haben wir einen geholt. Okay. Ich lebe immer noch. Wie lange kann man mit einem Punkt überleben? Naja, gut, bis ihr noch mit Maschinengewehr kommt. Ah, ärgerlich. Der Alex war es mit seinem Gatling. Okay, Gatling ist ziemlich gut tatsächlich. Okay. Was sind noch vorne? Sie sieht sehr gut aus eigentlich. 8 zu 6, 8. Ich meine, noch kann man verlieren. 2 Minuten sind es noch. Aber es ist unwahrscheinlich. Okay, da gehen wir da rein. Hält nur ein Treffer aus. Ah, stimmt, Sheffy hätte wohl den Scheinsohn. Okay, da oben hält auch nur ein Treffer. Na, ich war nicht getroffen. Okay, die wollen alle holen. Da helfen wir Hitler lieber mit. Sehr gut, der ist schon fast tot. Der will die Nummer 5. Immer schön rein damit. Ja gut, ne? Ach, er lebt noch, okay. Ich dachte, alles gut. Ah, da kommen wieder drei neue. Zwei neue. Ich würde halt Wolken reinschießen. Okay, der Mate ist tot. Was sind wir zu zweit hier? Ich glaube, da komme ich nicht mehr weg. Sieht nicht so gut aus. Ah, da ist die Ecke. Ah, nein. Ja, gut, das war's. Da konnte ich nichts mehr machen. Ich hätte mich schon zurückziehen sollen. Da hätte ich das vielleicht überlebt. Ich habe nicht mal Pell rausgeholt dabei. Einfach nur sinnlos gestorben. Okay. Die zwei sind halt halb tot. Die Nummer 1 könnte mal einspawnen wenigstens. Dass sie jetzt hier noch sterben alle. Das sieht zwei weg. Ja, jetzt kämpfen wir trotzdem nur zu viert. Hätte einfach gleich einspawnen sollen, die Nummer 1. Okay, das ist was tot, das ist schon mal gut. Wir müssen unbedingt abschießen. Jeder Abschuss zählt. Okay, der Hazel. Das ist der Raid, oder? Ja. Der ist aber schnell. Ja, der hat doch gleich schon mal abgeschossen. So viele Mates wieder waren. Ja, ich würde sagen, sieht doch ganz gut, auf jeden Fall. Diese Trümmerteile immer. Oh, 137.000, das sieht ja sehr gut. Top of the World Score. Der beste Gegner hat 77.000 Schaden gemacht. Ja, den gehen schon Raid Cowboysen und. Ja, wie ist haben sie bei mir. War auch ziemlich gut dabei. Oh, erster der Lobby. 6 Abschüsse, nur 3 Tote. So muss das sein. Wenn es aber so laufen würde. Haben wir schon was geschafft? Nö. Gut, das sage ich schon bis zum nächsten Mal. War doch gar nicht so schlecht.